Ja, Iho Palabhama, hey. Das ist ein bisschen komisch, aber das ist so. So, wir sind weiter. With no letters to answer today and no visitors, Srila Prabhupada spent a quiet day following his usual routine, giving darshan in the temple this afternoon under the tamal tree. With no letters to answer today, no visitors, Srila Prabhupada spent the quiet day following his usual routine, giving darshan in the temple this afternoon under the tamal tree, and then spending some time chanting quietly in the backyard in the evening before retiring for a short while, and then continuing with his translation work throughout the night. November 1st, 1976. Early this year, Prabhupada requested Nitai Das to make him available for the devotees a book, Archana Padati, which details the system of deity worship according to Hari Bhakti Vilas by Sanatana Goswami. Srila Prabhupada wants this standard followed throughout ISKCON. Here in Vrindavan, Turiya Prabhu, the head pujari, has been steadily implementing the new standards for the daily worship of their lordships. He has already adjusted the food offerings to comply with the changes Srila Prabhupada made in early September. Instead of offering 10 plates of bhoga, habt ihr verstanden? Am Anfang, die hatten 10 Teller geoffert. Jeder Deity ein Teller. Persönlich. Instead of offering 10 plates of bhoga, one for each of the main deities, they offer now 6. Two for each altar, and they're strictly following the new menu Prabhupada worked out with Bhagaji. So, some Geschichte here. Mangala Arati, sweet rice, rasa gula, and 2 other milk sweets. Das ist der Standard. Ja. Sweet rice, rasgula, and 2 other milk sweets. Breakfast, 2 puris, halava, sabji, fruits. 2 puris, halava, sabji, fruit. Raja Boga, 6 rotis, rice, dal, 4 different sabjis, khichdi, kheer, pushpana rice, chutney, and all day sweet.
Hari Hari. So, morgen, das ist eine Stunde. Erklärung Mataji. Six Rotis, Reis Dal, 4 Sabjis, Kitschri, Kir, Pushpan, Reis, Chutney und Sweet. Uttanapan, ich weiß nicht, was Uttanapan ist. Das ist wahrscheinlich mein. Ah? Ne, Uttanapan ist, wenn. Wahrscheinlich, wenn die das aufstehen, 4 oder so. Uttanapan. Das ist ein. Teil von dem Tag, ich weiß nicht, was das ist. Das ist auch ein Gericht. Nein, nein, nein. In meinen Büchern zu Ende. Nein, das ist Uttanapan, das ist Uttapan. Der hat anders. Uttanapan, wahrscheinlich, das ist ein Teil von dem Tag. Ja. Wahrscheinlich, nein, die aufstehen. Ah, Fruit and Sweet. Ah. Dann Sundar, das bedeutet Abend. Tusamosas. Halava. Pushpana Reis, Tu Puris, Tu Pakoras, Tu Other Pakoras, Tu Sabjis, Chutney, Fruit, All Day Sweets, 2 Pieces, Fried Flat Rice, Peanut and Chips. Das ist Sundar, das ist der, ich glaube, 4. Artig, oder artig, super. Und danach gibt es noch Night Offering. 8 Puris. Ui. 2 Kachoris. 2 Sweet Balls. 2 Burfi. 2 Samosa. 3-4 Sabjis. Halva. And Hot Milk. Oh, das ist ein guter Standard hier. Wow. Soll ich noch machen lesen? Manchmal ist so einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal pro Tag. Bogafen. Turiya Das also began the changeover to the new standard for bathing the deities. Prabhupada had originally given a simple system of bathing them with ladling water from one bowl to another while chanting. So, from my anshus and another. While chanting Brahma Samhita prayers. In the new system, the pujari calls the deity down, offers seats with mantra idam asanam, and then offers padyam, water for bathing, usually mixed with lotus petals, tulsi leaves, dharba grass, and shyama dhanya, or simply rose water or rose petals. Argyam, water-based mix of items such as yogurt, milk, white rice, kusha grass, tips, barley, sesame, and white mustard seeds. Achamana, water for sipping mixed with the mouth freshness such as ground nutmeg or cloves. Madhuparka, a refined refreshment offered to a respected person composed of auspicious elements such as cow milk, yogurt, ghee, honey and sugar, and then achman again. The Lord is bathed with water from a conch shell instead of a ladle. The pujari is also offering padyam and achman when waking the Lord and putting him to rest, and then their lordship take their meals. A seat is offered along with the foot wash and mouth wash. The last leaves formerly placed on the offering plates in the kitchen are now put on directly in front of the deities as part of the offering. So what's that here breakfast? 2 puris, halava, sabji and fruits. So das ist Kommentare dazu. Jyoti? Yes. So you mentioned that Prabhupada was sitting under the Tamala tree. Yes. Could you please tell me what is the significance of that tree? In the Shastras, our Shastras of the Goswamis, Tamal tree is just a tree. There's no significance for the, as far as the tree. But many times in the description of the spiritual world, Goloka Vrindavan, the gopis embracing this tamal tree. Why? Because the bark of the tamal tree is darkish, like Krishna. So they imagine that this is Krishna, so they embrace this tamal tree. This is, you can say, significance. Okay? In Jagannath Puri wird das pro Tag 54
44, 46 oder so. Pro Tag, ne? Pro Tag. Also das ist ununterbrochen. Also das ist 44 Offerungen, oder? Offer 55, 56 Mal. 56 Mal. Mit verschiedenen. Mit verschiedenen, jedes Mal. Ja. Es gibt über 1000 Brahmanas, die täglich kochen. 1000. Über 1000. Die kochen. Das ist Familien, wie sagt man, Tradition, Dienst für Jagannath. Von Familie, von Vater zu Sohn und so weiter. Die kochen. Jeden Tag für Jagannath. Deswegen sagt Prabhupada in der Lecture, wenn du in Jagannath Puri kommst, du sagst, ich komme jetzt mit 1000 Devote, die haben gesagt, die werden dir sagen, halbe Stunde kein Problem, kriegst du dann das. Kochen viel, ja. Es gibt ein paar Bilder, wie diese großen Töpfe, diese, wie sagen wir, diese Tontöpfe. Die kochen in diese Töpfe, die haben keine wie wir, Metall oder so. Die kochen das und das war's. Und dann die brechen, das weiß ich nicht. Das ist die ganze Industrie, das ist der Punkt hier. Die ganze Industrie ist alles ist um Jagannath, um Jagannath-Tempel. Wahnsinn. Die brauchen so viele Töpfe, ja, die brauchen so viele, ich weiß nicht, Schüssel, dann brauchen so viele Teller. Das ist Krishna Bhusa. Und das ist das ganze Staat ist alles ist, alles ist, sagen wir, alles ist über Jagannath, um Jagannath gestellt. Alles ist Jagannath. Und dann wir haben viele Spende und dann wir brauchen wie sagt man, Buchhalter und so weiter. Alles ist Jagannath-Dienst. Alles ist Jagannath-Dienst. Und dann die Reinigung, ich weiß nicht, Sicherheit, so viele, die brauchen so viele Sicherheitsleute, die brauchen Brahmanas, Reinigungskräfte. Alles ist Jagannath ist der, ist das Zentrum. So, wir gehen weiter. Fünfte Kanto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Parijana Nuraga Virachita. No, es ist sieben. Atanaya pina bhavata ijayoru bhara bharaya samuchitam artam ikopalabamahe. Atha. Ansonsten. Anaya. Anaya. Dies. Api. Api. Sogar. Sogar. Na. Na. Nicht. Nicht. Bhavata. Bhavata. Deine erhabenen Persönlichkeit. Deine erhabene Persönlichkeit. Ijaya, Ijaya. Durch die Ausübung von Opfer. Durch die Ausübung des Opfers. Guru Bhara Bharaya. Guru Bhara Bharaya. Durch viel Zubehör behindert. Durch viel Zubehör behindert. Samuchitam. Notwendig. Notwendig. Artam. Artam. Gebrauch. Gebrauch. Iha. Iha. Hier. Hier. Upalabhamane. Upalabhamane. Wir können sehen. Wir können sehen. Wir haben uns mit vielen Dingen in deiner Verehrung beschäftigt und wir haben dir Opfer dargebracht. Doch wir denken, dass es nicht notwendig ist, so viele Vorkehrungen zu treffen, um dich zu befreien. Das ist das letzte Mal. Maharaj hat gelesen diese Verse, ja. Dass Krishna sehr freut, wenn deine Geweihte dir mit stockender Stimme Gebete darbringen und dir in Ekstase Tulasi-Blätter, Wasserzweige mit Jüngerblättchen und frisch gewachsenes Gras opfern. Und so weiter. So, Krishna ist zufrieden mit dieser, wie sagen wir, Verehrung. Erläuterung. Srila Rupa Goswami sagt, dass es keinen Wert habe, jemanden die verschiedensten Speisen anzubieten, wenn diese ohnehin keinen Appetit haben. Manchmal wir haben keinen Appetit und das gibt es viel zu essen und das. Entschuldigung, ich habe keinen Appetit.
In einer großen Opferzeremonie mögen viele Dinge angehäuft sein, um die höchste Persönlichkeit Gottes zu erfreuen. Doch wenn keine Hingabe, keine Anhaftung oder Liebe zum Herrn vorhanden ist, sind all die Vorbereitungen nutzlos. Das ist wichtig hier. Das ist diese Geschichte von Mahabharata, wenn Duryodhana hat Krishna vor Mittagessen eingeladen und hat diese schöne, köstliche, das schöne Gericht vorbereitet. Aber Krishna möchte das nicht essen, weil das war keine Hingabe. Und was hat er gemacht? Er ist mit, wie heißt der? Vidura gegangen. Und Vidura hat was so aufgeregt und sagt, oh, Krishna ist hier, Krishna ist hier. Und er hat nur Bananen. Und er hat Bananen, diese Rind von Rans, Schale von Bananen gegeben. Und Krishna hat alles gegessen. So, das ist ein Unterschied da. Weil das sind die Hingabe da. So, das ist wichtig für uns zu wissen. Dass, aber das ist auch nicht eine Ausrede, ach, Krishna mag nur Bananen oder das ist egal. Krishna braucht Essen nicht. No, doch, wir kochen für Krishna am besten, wir machen unseren Dienst, wir singen für Krishna am besten, alles besten. Aber wir wissen, dass ohne Hingabe das geht nicht. So beide. So manchmal die Devoten fragen, was ist wichtiger, wenn man verteilt Bücher? Wie sagt man, Qualität oder Quantität? Und dann wurde gesagt, na, Quantität ist nicht wichtig, ist Hingabe. Ja, aber Quantität ist auch wichtig. So beide sind wichtig. So beide, unsere Hingabe und unsere, was wir da bringen. Was für unser Dienst, wenn wir dienen, wir versuchen unser Bestes zu geben. Wenn wir wischen die Boden, wir denken, ah, das ist kein Problem, Küchen, das ist Material. Das ist Boden ist materialistisch. Das ist, ob das sauber oder schmutzig ist, ist egal. Das ist materialistisch. Nein, das ist für Krishna. Krishnas Boden, wir machen unser Bestes. Jede Ecke, wo jeder unten, was ist hier unten hier. Staub. Als ich erst einmal gejoint habe, mein Tempelpräsident war so heavy. Da war so heavy. Mein Dienst war Toilette, das ist drei Toiletten, fünf Toiletten und Duschkabine, also sieben Duschkabinen zu wischen, die Treppe wischen, zweimal pro Tag. Und ich musste Treppe auf die dritte Etage im Tempelraum. So, ich musste um 33 aufstehen als Neubakter. Und dann musste ich duschen und dann alle Treppen müssen zuerst mit Besen bisschen wie sagt man? Gern. Und danach mit dem nasse Tuch wischen. Und dann wenn die alle Brahmacharis aufgestanden, dann ich musste die alle Schlafsäcke holen. Und dann Brahmacharya Ashram abwischen. Und danach konnte ich zum Mangalati gehen. Und dann. Als Neubach. Ja, sehr Neubach. Ich war fünf Tage, drei Tage in Bewegung. Das ist mein Dienst. Und danach hatte ich alles, diese Toilette und das war nicht alles. Und dann, Prasadam-Zeit, ich musste runter und Keller war die Küche, alles diese Plastikrolle bringen und dann aufrollen oder wie sagen wir das? Und die Kissen stellen und dann alle Devote, ich musste alles dienen, Prasadam, Serven, Prasad. Und dann, wenn alle Devote sind fertig, dann konnte ich sehr, sehr schnell essen, 10 Minuten, wenn etwas übrig ist, manchmal alles ist weg. Und vielmal, ich habe nur Brot gegessen, also alles war weg.
Und dann alles muss wischen, diese Plastik wischen, rollen, die Kissen zurück erstellen. Und dann, der Präsident hat mir erzählt, man darf nicht nur Kissen, okay, rein, einen Haufen, müssen alles ordentlich sein, in einer Linie, weil die Kissen müssen in einer Linie sein. Okay, eine Linie. Und danach, und das war nur Frühstück, und danach müsste nochmal, zweite Mal, meine Toilette sauber machen. Aber die Toilette, man macht nur, nicht nur, okay, den Boden, aber ich müsste alles wo Staub kann, wie sagt man, sein kann. Hier zum Beispiel, oh, so Staub, der Präsident kommt. Was ist das? Weißt du, du weißt nicht, wie macht man sauber? So, nein, ich habe nicht, meine Mutter hat mir nicht, meine Mutter hat alles sauber gemacht. Ich hab nur gegessen und dann alles verlassen. Auf dem Tisch und dann meine Mutter hat alles gewaschen. Und meine Kleidung, wenn ich denke, dass schmutzig ist, nach einem Monat oder so, ich lasse es nur auf dem Boden. Und dann meine Mutter kommt manchmal zu meinem Zimmer und dann sie sammelt alles vom Boden und sie wascht. Und dann sie bringt alles, das ist schön. Ich habe nicht gemacht, nie, nichts. Und jetzt mit dem Präsident, heavy, oh, du weißt nicht, wie macht man das sauber? Und dann, wo guckt man das Staub? Und es gab auch fünf Spiegel, jeden Tag zweimal Spiegel. Machen mit diese Spiegel, wie sagen wir das? Diese Glasreiniger. Glasreiniger und Papier. Fenster, zweimal Fenster täglich. Und dann, das war nicht alles. Und dann, wenn ich Zeit habe, das sind wir besser haben erzählt, wenn du Zeit hast, Zeit, ich habe keine Zeit zu atmen. Wenn du Zeit hast, geh mal und die Eingang. Diese Flur, wo die Schuhe sind. Und dann nimm alle Schuhe und dann wisch alles das zwei- oder dreimal täglich, mindestens. Und alle Jacken müssen, wie sagt man das, ordentlich sein. Nicht eine Jacke ist da, aber alles musst du, wenn man guckt, muss eine Linie sein. Ruhig, dass ich muss da hingehen. Das war vor vielen Jahren. Das existiert nicht mehr. Welche Tempel war das? Belgrad. Und danach, das war nur Montag bis Samstag. Am Sonntag, mein Dienst war nach zwei Wochen, alles über Sonntagsfest zu organisieren. Wegen Passagen. Passagen bringen, Passagen serven. Diese Freunde von Devotees, die sind am Wochenende gekommen, diese junge Leute, wie heißt du jetzt? Kim. Es gibt drei Namen. Kimi, Beshir und Goranga. Wir hatten 15, 20 diese Freunde. Und dann, ich musste alles organisieren. Du nimmst das, du nimmst das, du nimmst das, du nimmst das. Und dann surfen und danach alles muss wischen und alles ordentlich, die Töpfe müssen abgewaschen werden. Dann mein Sonntagsfest war, nicht Sonntagsfest, das ist Fest. Und dann alles war fertig um 11, 12 und am nächsten Tag muss ich um 33 aufstehen. Das war mein Hingebungsfreundienst. Das ist echt heavy. Und keine nette Worte, oh, du bist, nein, mach das. So heavy Zeiten. Aber, ja, wo sind wir? In einer großen Opferzeremonie mögen viele Dinge angehäuft sein, um die höchste Persönlichkeit Gottes zu erfreuen. Doch wenn keine Hingabe, keine Anhaftung oder Liebe zum Herrn vorhanden ist, sind alle die Vorbereitungen nutzlos. Der Herr ist in sich selbst vollkommen und braucht daher nichts für uns.
Wenn wir ihm jedoch ein wenig Wasser, eine Blume und ein Tulsi-Blatt offen, wird er sie annehmen. Bhakti, hingebungsvoller Dienst, ist der beste Weg, die höchste Persönlichkeit Gottes zu erfreuen. Es ist nicht notwendig, riesige Opferungen zu veranstalten. Die Priester waren ruhevoll, da sie dachten, sie seien nicht auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes und ihr Opfer würde den Herrn nicht zufriedenstellen. So, das ist der Punkt hier. Das ist sehr, sehr wichtig, den hingebungsvollen Dienst. Das alles, was wir machen, dass wir müssen nicht vergessen, dass wir machen alles für Krishna. Und was machen wir für Krishna? Ist, wir hingeben uns, wir geben uns hin. Wir, also eine Hingabe zu Krishna. Und das ist sehr wichtig, weil manchmal wir können nach ein paar Jahren denken, okay, alles geht automatisch, wir machen unseren Dienst, wir wollen Devotees und das ist alles gut natürlich, aber wir müssen nicht vergessen, dass wir machen hier im Sonntag. Und wie vergisst man nicht? Man vergisst nicht, wenn wir Programme, für die Programme anwesend sein, wenn wir chanten Hare Krishna, das, wenn wir lesen Prabhupadas Bücher, und das erinnert uns, was machen wir und wozu, warum machen wir das, was wir machen. Aber manchmal wir machen Dinge, das ist komisch oder zum Beispiel, wenn wir erzählen, wenn unsere Familie zum Beispiel jetzt fragt uns, was macht ihr täglich? Wir stehen auf und wir duschen, wir singen und wir sitzen und dann wir essen und dann wird es echt, was ist das jetzt? Aber für uns, unser Bewusstsein ist sehr, sehr aktiv. Sehr, sehr aktiv. Wir sehen Gonitai, wow, Gonitai hat ein neues Outfit. Und dann wir reden über das, hast du gesehen? Ein neues Outfit, oh, ich mag das nicht, diese Farbe nicht. Oh. Und dann wir überlegen und reden über diese, zum Beispiel, neue Outfit. Aber für die Nicht-Devote, das ist schwer zu verstehen, die Puppen. Wir bekleiden die Puppen, ob das grün oder blau, das ist egal. Oder zum Beispiel am Montag ist, welche Farbe ist am Montag, Pujari? Es gibt verschiedene Farben. Nein, es ist nicht so. Ah, no? Okay. In großen Tempels. Jeden Tag gibt es verschiedene Farben, der Dietis muss verschiedene Farben tragen. Und dann, wenn ich rot und dann du bekleidest grün, oh, das ist Prabhu, das ist falsch. So weiter. Die Nicht-Devotees können das nicht verstehen. Einmal, wir hatten eine Zeitung, wie sagt man das, Reportage oder so. Und er hat geguckt, was ist das, diese Statue, Prabhupada. Weil wir hatten, das war Wintertime, wir hatten eine Mütze für Prabhupada. Was ist das? Das ist Statue, ist kalt? Statue, was ist das jetzt? Und dann sie, nein, das ist Prabhupada. Und dann hat geschrieben, dieser Artikel, sehr, sehr beleidigt. Ob er, ob die Statue jetzt ist, oder fühle sich kalt, oder hat Gefühle und so weiter. Das hat die Mutti echt beleidigt. Aber das ist so. Das ist Hingabe. So, was möchte ich hier noch lesen von Nektaren Hingabe? Der zweite Kapitel, das heißt die ersten Stufen der Hingabe. So, Srila Prabhupada oder Rupa Goswami hat hier geschrieben, der drei Kategorien der hingebungsvollen Dienste. Erste ist hingebungsvollen Dienst in der Praxis. Das ist, was wir machen, in der Praxis. Zweite, hingebungsvollen Dienst in Ekstase. Manchmal, wenn wir essen, echte, wunderbare, ich weiß nicht was essen, wir denken, wow, das ist ekstatisch. Und manchmal Kirtan ist so ekstatisch, manchmal Vortrag ist so ekstatisch. Und dann dritte ist
hingebungsvollen Dienst in reine Liebe zu Gott. Das ist nicht. Das ist so weit. Aber mindestens. Aber diese zweite manchmal, ja, manchmal nicht. Aber meistens nicht. Aber erste, wir haben immer den hingebungsvollen Dienst in der Praxis. Wir haben jeden Tag. Jeden Tag. Und was wichtig hier ist, ist Rupa Goswami. In der Kategorie des hingebungsvollen Dienstes in der Praxis gibt es zwei Eigenschaften. Hingebungsvollen Dienst in Ekstase ist von vier Eigenschaften gekennzeichnet und hingebungsvollen Dienst in reiner Liebe zu Gott zeichnet sich durch sechs Eigenschaften aus. So, das gehen wir nicht. In diesem Zusammenhang schlägt Sri Rupa Goswami vor, denjenigen, die für Krishna bewusst sind, das heißt hingebungsvollen Dienst, geeignet ist, je nach seinem Geschmack einzustufen. Was wichtig ist hier, dass jeder hat seinen eigenen Geschmack in hingebungsvollen Dienst, dass wir machen diese auch hingebungsvollen Dienst in Praxis. Am Anfang natürlich, wir machen was unsere Autoritäten und sagen, okay, mach das und was nicht. Die Töpfe abwaschen, okay, in die Küche, okay, schneide die Gemüse, das ist, aber später, und wir haben unseren eigenen Geschmack. Jeder hat seinen, zum Beispiel manche Devotees haben, die mögen die Differenz. Ich kenne einen Devotee, dass er hat verehrt Deities, bevor er Devotee war. Zwei oder drei Jahre. Er hat auf dem, wie sagt man, diese Flohmarkt, am Flohmarkt ein Shiva gefunden, eine Statue Shiva gefunden. Und er hat gekauft und hat gedacht, wow, das ist so cool. Er hat keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Das Hinduismus, er hat keine Ahnung. Und er hat Shiva und er sagt, oh, das ist so cool. Und er hat jeden Tag eine Bananenschiebe geöffnet. Gegeben, eine Banane gegeben. Er hat keine Ahnung. Nicht das Hinduismus, das. Aber er hat gedacht, wow. Und er hat dann Bananen, Apfel gegeben, jeden Tag. Und danach, nach zwei Jahren oder so, er hat gebetet, entschieden. Bitte, ich brauche, ich weiß nicht was, oder gute Zeugnisse, ich weiß nicht was, oder etwas, diese Mädchen, ich mag dieses Mädchen. Er hat dann Shiva gebeten. Und danach Shiva hat ihn zu Krishna gebracht. Interessanterweise. Er hat ein Poster von Krishna gefunden, auch auf dem Flohmarkt. Und dann, wow, das ist auch cool. Und er hat Poster gekauft. Und dann hinter Shiva, dann Poster Radha Krishna. Und dann gedacht, wow, das ist echt. Und danach hat natürlich hat Krishna gut gefunden. Also, oh, das ist Krishna, okay. Aber am Anfang hat keine Ahnung. Und danach, später ist er Pujari geworden, natürlich. Natürlich. Es steht hier, Prabhupada hier erzählt. Das Hingebungsvollen ist ein aus dem vorangegangenen Leben fortgesetzter Vorgang ist. Niemand kann sich dem hingebungsvollen Dienst zuwenden, wenn er nicht schon früher damit verbunden war. Dass diese Vodhi, natürlich, wir denken, er war ein Pujari oder er hat, ich weiß nicht, die Differenz im vorheriges Leben. So, wir auch, wir hatten, und deswegen, wir haben verschiedene Devotis, haben verschiedene sogenannte Geschmack im hingebungsvollen Dienst. Jeder mag Buchverteilung, jeder mag es mehr intellektuell. Denken, oh, was ist das? Verschiedene Devotees. Und manche Devotees, die mögen nicht lesen, oh, kann nicht lesen. Ne? Aber manche Devotees arbeiten. Die mögen für Krishna zu arbeiten. Dienen, sauber machen oder so. Und so weiter. So, das ist. Alles wichtig, weil wir wissen, okay, das ist von meinem vorheriges Leben, das habe ich ein bisschen Dienst gemacht, deswegen habe ich diesen Geschmack jetzt. So, das ist hingebungsvoller Dienst. Um,
Was noch hier? Es folgt. So, was bin ich jetzt? Okay. Prabhupada erzählt hier, dass jemand von dem vorherigen Leben 5%, jetzt machen wir ab 6%. In meinem nächsten Leben werde ich genau an dem Punkt, wo ich in diesem Leben aufgeführt habe, erneut beginnen. Auf diese Weise gibt es immer eine Fortsetzung. Natürlich, aber auch wenn keine Fortsetzung vorhanden ist und jemand nur zufällig an der Unterweisung eines reinen Gottgeweihten Interesse zeigt, kann er aufgenommen werden und ihm hingebungsvoll dies fortschreiben. Auf jeden Fall ist für jene, die einen natürlichen Sinn für das Verständnis von Büchern wie der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam haben, hingebungsvoll dies leichter als für solche, die gedankliche Spekulation nachhängen und gehen. Argumentieren. Das ist auch wichtig hier, der Punkt, dass hingebungsvollen Dienst, the basis of hingebungsvollen Dienst liegt in diesen Büchern. Shiva Bhagavatam, Bhagavad Gita, Nektar der Hingabe, Nektar der Unterweisung und so weiter. Deswegen, Prabhupadas Bücher sind so, so wichtig. Das ist auch unsere Rettungs, wie sagt man das? Rettungsring. Die Bücher von Shiva Prabhupada. Weil alle anderen Dinge in Zeit kann wie sagt man, eine Deviation, was ist Deviation? In eine andere Richtung gehen. Eine andere Richtung. Deswegen ist wichtig für Prabhupadas Bücher, dass wir wissen immer, okay, Prabhupadas Bücher sind die Licht in der Nacht. Wie sagt man das denn, wenn ein Schiff fährt in der Nacht, dann gibt es das Licht. Leuchtturm. Das ist Prabhupadas Bücher, Leuchtturm. Und wir immer wissen, okay, das ist die Richtung dort. Und deswegen Prabhupadas Bücher sind sehr, sehr wichtig. Leuchtturm. So, hingebungsvollen Dienst, wir müssen immer hingebungsvollen praktisch Anwendung, hingebungsvollen Dienst machen und dann einen Tag wir erwarten, wenn wir vorgeschritten sind, dass diese Ekstase kommt. Wir können nicht die Ekstase, wie soll man, zufällig. Nicht zufällig oder dass wir okay, Krishna, gib mir Ekstase, ich bin. Nein, Krishna, ich bin 3 Jahre oder ich bin, wie lange bist du denn? 6 Monate. Krishna, ne? 6 Monate. Ich habe gedacht, als ich jung Devotee war, also ich habe gelesen und habe gedacht, 6 bis 8 Monate, ich will dann reine Gott. Nicht länger, 6, 8 Monate, das ist es. Das habe ich gedacht, echt. Hat geklappt? Ah? Hat geklappt? Offensichtlich nicht. Aber wir denken das, ja, ich bin 6 Monate in der Hütte. Dann steht hier, jeder, das ist hingegeben, das bin ich. Der hat keine materiellen Wünsche, das bin ich. Alles, was steht in den Büchern, das bin ich. So, reine Gottgeweihte. Fertig. 3 Monate. Krishna Ekstase, gib jetzt. Aber das geht nicht so. Die Ekstase kommt, wenn die echte unabhängig von dieser materiellen Welt ist und unabhängig von Krishna. Da wir sehr, sehr hingegeben an Krishna sind. Und dann Ekstase kommt. Aber diese Ekstase ist nicht materielle Ekstase, das ist spirituelle Ekstase. Dann können wir spirituelle Welt oder spirituelle Hingebung genießen, als Shri Prabhupada erzählt und Nektar der Hingabe erzählt. Und das, aber das ist weit weg von manchen. Manche nicht. Aber was wichtig ist, dass wir wissen immer, wir machen hier hingebungsvollen Dienst. Und dieser hingebungsvollen Dienst ist nicht nur, das Prabhupada erzählt, das ist wie ein Kind, das hat in sich Propensity. Was ist Propensity jetzt? Propensity? Eine Vorbestimmung gehabt.
Wir haben in uns, wir haben diese Kraft oder Möglichkeit zu laufen als Babys. Neigung. Aber wir können jetzt nicht, weil wir sind zu klein. Aber wir wissen, in der Zukunft, es kommt, weil wir haben das. Das ist, was Prabhupada immer erzählt. Wir in uns, wir haben diese Neigung, reine Gottgeweihte, diese Ekstase zu haben, ein ekstatisch Lebewesen zu sein. Aber zurzeit, wir sind nicht deswegen, wir machen diese Praxis, das ist die sogenannte Sadhana Bhakti. Und wenn wir Sadhana Bhakti praktizieren, lange genug und dann wir gereinigt, dann können wir erwarten, okay, das kommt. Und das ist der Unterschied, dass manchmal ich hatte ein paar Mal Argumente mit verschiedenen Devotees, die haben erzählt, dass wenn wir praktizieren, das steht in die Bücher, nur Sadhana Bhakti, dann können wir nicht zu Krishna Loka gehen. Mhm. Aber wir praktizieren nicht nur Sadhana Bhakti, wir eigentlich praktizieren das Ragatmika Bhakti, aber in dieser niedrigen Stufe. Und das ist der Unterschied. Diese niedrige Stufe. Deswegen wir machen das, was wir machen. Deswegen führen wir Lord Chaitanya. Nicht den Narayan. Hier, wir haben diese Hymne. Oh, wir machen das nicht. Wir singen Lord Chaitanya. Wir chanten. Das ist eine andere Verehrung. Nicht nur die sogenannte Sadhana Bhakti. Weil wenn wir wissen, diese Brahmen, die haben so viele Dinge, wie die verehren Didis. Wir eigentlich nur singen. Prabhupada hat erzählt, Gauritai muss nicht installiert werden. Wir können nur chanten Hare Krishna und das war's. Prabhupada möchte, er hat ein Devoti, ich glaube Rancho oder Dhananjaya Prabhu, ist Prabhupada Schula von London. Er hat Prabhupada hat ihm Einweisung gegeben, Gauritai Didis zu machen und verteilen auf die Straße die Bücher. Stell dir vor, excuse me, Sir. Wir haben diese Glückpuppe, was halt Prabhupada erzählt. Glück bringt die Puppe. Jeder kann Gauritai kaufen auf die Straße. Das ist Gauritai. Das sind nur 10 Euro. Oh, okay. 10. Glückbringende Puppen. So das ist unsere Verehrung. Das ist unsere Verehrung. Unsere Verehrung ist diese Ragatmika, aber in dieser niedrigen Stufe machen wir, was wir machen. Deswegen müssen wir auch wir müssen diese Sadhana Bhakti praktizieren und praktisch anwenden. Deswegen haben wir Tempels und diese Jaish, diese Brahmana. Dieti-Verehrung eigentlich, Prabhupada möchte Dieti-Verehrung haben, weil wenn wir Dieti-Verehrung haben nicht, dann wer steht auf um 4? Keiner. Wer duscht am Morgen? Keiner. Wer isst Prasadam? Keiner. Nicht keiner, aber 1%. Und deswegen haben wir alle diese Dinge und Organisation, Tempel, Rat und was nicht, GPC. Das ist alles, um zu helfen, zu diesem Schritt zu Krishna zu machen. So, danke, ich bedanke mich. Hare Krishna. Fragen? Wenn nicht, dann. Ich habe eine Frage. Ja. Haben Sie es gehört, diese Grüne wollte Kur, sagte Kur. Machen Gas oder weiß was ich, wir müssten jetzt Kuh abschlachten. Die Grünen sagt das. Ja, ich weiß. Politiker. Ja. Ich weiß. Ja. Und wie sieht das in eurem Land? Haben Sie Kühe? In meinem Land. Mein Land ist Köln. Was? Köln ist mein Land. Köln? Ja. Sie sind aus Köln? Ja. Es tut mir sehr leid. Von Bulgarien oder? Ja, das war vor 30 Jahren vor. Ah, Sie sind hier gekommen, ja? Sorry. Ich bin zu Europa gekommen. Aber sorry.
Und ich bin kein Kuh-Experte. Das ist nicht schlimm, aber ja, das ist ein Schwachsinn eigentlich. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, dass jemand denkt, dass die Kuh. Jetzt, die Kühe sind die Umweltverschmutzung. Das ist nicht Fabriken, nicht Plastik, aber die Kühe, ja. Nonsens. Na ja, muss man überhaupt aufpassen. Was kommt noch? Ja, was kommt noch? Ja, das möchte ich nicht wissen, was kommt. Was nicht gut kommt. Nicht gut kann kommen. Noch was? Oder sollen wir. Okay, dann Schiller. Ja? Is it correct that cow is making the environment pollution? Yes. But when cow pass gases, you know, they eat it, they pass gas, mm-hmm. and this gas is destroying the ozone. Who told? The scientists. This is a big ozone, this big ozone problem, the cows. The Dickens, and this, Srila Prabhupada keeps. Yeah.